So, hallo. Ich bin Napkin. Und nun Artikel 102 unseres Grundgesetzes zur Abschaffung der Todesstrafe. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Und dies ist meine Geschichte. So, hey. Oh, shit, warte, Moment. Die Kamera. Servus. Es ist noch nicht dunkel, aber ich habe mir ja schon mal einen Schlafplatz gesucht, weil ich ziemlich am Ende bin. Ups. Sorry. Weil ich ziemlich kaputt bin und weil ich ja gestern Nacht überhaupt, kein bisschen gepennt habe. Oh, weil da war noch so eine Party bei der Hauptstraße da und ich war in der Hauptstraße und ich bin erst um 12 ins Bett gekommen. Das hat nicht so ganz funktioniert, also gehe ich jetzt schon ins Bett, weil ich übelst im Arsch bin. Ist auch übelst anstrengend heute Tag. Und ich zeige euch kurz mein Bett, das ist ziemlich geil. Ich habe jetzt hier meinen Schlafsack und so eine geile Isomatte. Und unter der Isomatte habe ich noch eine Isomatte. Do you see that? Isomatte, weil zum Schutz der Luftisomatte. Genau. Als Fazit, also ich weiß nicht. Morgen werde ich es auf jeden Fall hoffentlich schaffen. Nach Segovia und dann fahre ich wieder zurück morgen. Nach El Escorial. Und als Fazit. Wenn ich es jetzt vergleiche mit den Touren mit Lauren und Tobi auf dem Fahrrad, ist das nicht vergleichbar. Das ist halt eine ganz andere Erfahrung hier. Das bin halt nur ich. Das ist Nachdenken, alleine sein und so. Ich habe jetzt seit einem halben Tag keine einzige Menschenseele mehr gesehen. Und es ist schon irgendwie anders. Und dadurch, dass ich übelst fertig bin, ist es vielleicht nicht ganz so gut, aber ich finde, Laufen ist nicht so der geil. Weil man kommt davon zu langsam irgendwo hin. Es braucht halt ewig, bis ich jetzt wieder in ein Dorf komme. Bis dahin habe ich nichts, kann ich nichts kaufen und sowas. Das ist ein bisschen madig. Fahrrad ist da besser, um einiges besser. Und mit den Jungs, ja. Klar wird es besser, aber zu allgemein, allein oder mit mehreren Leuten. Ich glaube, mit mehreren Leuten ist besser. Ja. Allein ist auch ganz cool, aber du hast auf dem Fahrrad, bist du auch viel allein. Du fahren alle bloß und man redet nicht unbedingt. Man fährt einfach und hat auch viel Zeit zum Nachdenken. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich gehe jetzt pennen. Und hoffe, dass ich morgen fit aufwache. Und dann fertig laufen kann. Jo. Also dann. Servus und gute Nacht. Ach ja, ich muss dir einfach zeigen, wo ich genau schlafe. Ist ziemlich geil. Moment. Hier hinter so Bäumen. Da hinten ist jetzt der Weg. Hinter hier so Bäumen. Da ist mein Zeug. Und dann sind hier einfach so ein paar Bäume, die rumstehen. Hier liege ich. Und hier stehen ein paar Bäume rum. Ist nice, oder? Ist nice. Ja, wie gesagt. Oh, und jetzt genau hinter mir ist der Weg. Da ist der Weg. Alter Schwede. Nochmal gute Nacht. Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun Bananen.